Moin moin liebe Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Christian, ich stelle heute für unseren YouTube-Kanal Modbox eine Scheune mit Schweinestall vor. Diese Scheune mit Schweinestall wird zur Verfügung gestellt von Grachus Philipp, ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, und der die Modder schreiben ihre eigene Modbeschreibung, dass dieser Schweine, also diese Scheune mit Schweinestall für alle Plattformen zur Verfügung steht, also auch für unsere Freunde der Konsole, sprich PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series. Ja, eins ab, wenn euch unsere Modvorstellung gefallen, würden wir uns mal sehr freuen, wenn ihr den Däumchen nach oben da lasst, gerne auch mal einen Kommentar da lassen und wer es noch nicht getan hat, die Glocke aktivieren, um keine weiteren Mods mehr von uns zu verpassen. Ja, so, ich finde dieses Gebäude sehr interessant, ich zeige euch mal ganz kurz auch wieso, weshalb, warum. Ihr seht, es ist ein Backsteinhaus, also noch nicht verklinkert gefühlt, ist eher auf alt getrimmt und ihr seht, wenn ihr die Türen aufmachen wollt, es dauert einen Moment. Die öffnen sehr, sehr langsam. Finde ich aber sehr cool, passt doch ganz gut zum Schuppen. Texturtechnisch finde ich ihn absolut in Ordnung. Hier mit dem Rank-Efeu. Macht gut was her, also passt auf jeden Fall. Und jetzt gibt es ein paar Besonderheiten. Ihr seht hier zum Beispiel, ist es frei durchfahrbar. Das heißt, hier könnt ihr rein durch sagen, ihr macht hier einen Maschinenunterstand rein. Ihr habt hier die Möglichkeit, wenn ihr hier in die Ecke geht, man sieht so. Geht hier mal zu. Dieses kleine Flästerchen. Wenn ihr hier hingeht, steht da jetzt gleich Silowände anzeigen. So, jetzt habe ich es angezeigt und ihr seht, zack, da sind sie. Das heißt, jetzt habt ihr quasi anstatt einen Unterstand oder zusätzlich habt ihr auch eine Möglichkeit, hier was einzulagern. Natürlich müsst ihr von hinten die Türen hier vielleicht zumachen. Ne, damit es halt auch da nicht wild aussieht. Aber so könnt ihr rein theoretisch Silobände dazu machen, ja oder nein, so wie ihr Lust habt, ne? Ne, so wie ihr wollt. Quasi könnt ihr sagen, yo, ihr müsst halt nach der Zeit als Silo nutzen. Und wenn das euer Korn oder euer Ertrag aufgebraucht ist, könnt ihr halt Fahrzeuge hinstellen. Finde ich sehr cool. Genauso wie hier oben habt ihr die Möglichkeit, also den Heuboden zu nutzen. Da kann man auch hochgehen. Zeige ich euch gleich auch nochmal. Ja. Hier ist quasi der Eingang zum Schweinestall. Ihr seht das mit den Türen dauert ein bisschen. Ich habe einmal Schweine gekauft. Also jetzt nicht erschrecken, die sind nicht von Anfang drin. Ich habe es mal gekauft, damit ihr seht, wie die Kollegen leben. Butter müsst ihr quasi hier rückwärts reinfahren. Ist natürlich blöd, weil ihr quasi dauernd über die Tiere fahrt. Ist ein bisschen unglücklich gewählt. Da wäre draußen so ein Trigger vielleicht ein bisschen sinnvoller gewesen. Aber ihr habt hier quasi die Möglichkeit, die Tiere zu kaufen. Ja, und es gehen 50 Schweine insgesamt rein. Hier könnt ihr dann, glaube ich, eure Gülle abholen. Und hier seid ihr Tiere und da müsst ihr abkippen für Stroh und Schweinefutter. Und ja, jetzt gehen wir weiter. Das Schöne ist an dem Gebäude, neben den... neben der Scheune und dem Schweinestall wird die Möglichkeit, hier zum Beispiel, also jetzt so hier ein kleines Lager haben wir drin, eine kleine Küche, ne, die Türen sind alle, kann man alle öffnen und schließen. Und hier habt ihr die Möglichkeit, in so einem kleinen Abstellraum nochmal hochzugehen auf den Heuboden, wo wir gerade schon von gesprochen haben. Und ihr seht, dieser Heuboden ist auch gar nicht so klein. So, natürlich, klar, ihr kriegt jetzt hier natürlich kein Fahrzeug hoch. Ihr könnt ja nicht sagen, ja, ich stelle mir so einen kleinen Kompaktlader und fahren wir den Stroh hier hinten hin. Ne? Auch die Tür, da kriegt ihr nichts durch. Quer, lang vielleicht, aber es ist zu viel Aufwand. Genau wie hier schon eher. Ne? Aber ihr müsst es ja auch irgendwie hier rüber kriegen. Das heißt also, entweder müsst ihr HD-Ballen machen, dass ihr die wirklich quasi mit der Hand bewegen könnt. Ne? Oder halt, ja, anders wüsste ich jetzt leider auch nicht. Auch die Tür kann man zumachen, damit ihr das Ding auch dann quasi im Winter verschossen habt. Ja. Wie ich finde, persönlich sehr, sehr cool. Das Ganze finden wir natürlich dann unter Bauen, unter Tiere, unter Schweine. Und ganz hinten habt ihr für 65.000, habt ihr quasi das Gebäude, was ihr da platzieren könnt. Natürlich könnt ihr euch einen schönen Hof rausbauen, ne? Damit ihr auch dann quasi einen kompletten schönen Schweinehof. Natürlich perfekt platziert, ihr seht mich, ihr kennt mich, Kappa. Nein, also für 65.000 habt ihr den Schweinestall plus Unterstand plus Scheune oder halt auch hier noch eine Art Silo. Finde ich persönlich sehr, sehr cool und gefällt mir auch recht gut. Ne, wie gesagt, wenn es euch gefällt, natürlich gerne auch. Ja, mehr kann ich euch dazu auch gar nicht sagen, außer dass, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich, wie gesagt, über einen Däumchen nach oben freuen. Gerne was in die Kommentare schreiben. Und wer es noch nicht getan hat, kann dann abonnieren, damit ihr keine weiteren Mods mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, ja, hören wir uns beim nächsten Mal. Euer Christian von Modbox. Ciao.